Herzlich willkommen zu Teil 3 des Projekts RTX 3090. Heute werden wir die RTX 3090 von Pellet, die ich euch in den ersten beiden Teilen ja schon ausführlich gezeigt habe, auf den Wasserkühler umbauen. In dem Zuge werden wir uns die Platine genau angucken, werden auf die technischen Besonderheiten dieser Karte eingehen und danach müssen wir natürlich auch noch die Karte in den Rechner einbauen, sprich wir müssen neue Hardtubes biegen, weil die alten nicht mehr passen. Wie bereits angekündigt, ist der Wasserblock der Watercool Heatkiller 5 in der Nickel Black Version. Den gibt es natürlich auch in verschiedenen Ausführungen, je nachdem, was man gerne in seinem Rechner haben möchte. Und passend zum Wasserblock habe ich natürlich auch noch die entsprechende Backplate. Der Block ist relativ teuer mit ungefähr 165 Euro aktuell. Zusätzlich dann nochmal 35 Euro für die Backplate, macht also gute 200 Euro für den Wasserblock. Aber man bekommt hier auch definitiv qualitativ wirklich was geboten. Das werden wir dann uns noch genau angucken. Die Backplate an sich hat natürlich kühlungsmäßig wenig Einfluss auf die Karte. Also bei einem Wasserkühler macht das nicht so einen großen Unterschied, ob man jetzt eine Backplate verwendet oder nicht. Aber es sieht einfach besser aus und wenn man sich eine Karte für 1700 Euro in den Rechner steckt, zusätzlich einen 165 Euro Wasserblock, dann sollte man auch nicht an den 35 Euro für das Stück Alu geizen. Daher kommt das natürlich auch mit rein. Wir fangen jetzt erstmal damit an, den Wasserkühler auszupacken. Der kommt in dieser wunderschönen weißen Verpackung. Vorne klebt ein Torx 8er Schraubenzieher dabei oder ein Schraubenzieher in Anführungszeichen. Das ist ja halt so ein günstig Schraubenzieher, aber wer keinen Torx 8 hat, freut sich darüber. Ich habe das Ganze schon mal ausgepackt, daher sind die Tüten schon aufgerissen. Im Normalfall wäre es das natürlich nicht. Obendrauf liegt die Anleitung. Hier sind die Wärmeleitpads und darunter dann der Block. In die Ecke gerutscht ist auch noch eine Tube Wärmeleitpaste. Das ist hier tatsächlich recht teure Thermal Grizzly Wärmeleitpaste und nicht so eine günstige. Das heißt, hier kriegt man auf jeden Fall für seine 170 Euro was. Und hier ist dann noch die Verpackung von der Backplate. Da ist natürlich zum einen die Backplate an sich drin, dieses Stück Alu. Auch hier wieder natürlich eine Anleitung. Ich empfehle auf jeden Fall bei der Montage die Anleitung zu verwenden. Und dann sind natürlich auch noch Wärmeleitpads dabei, weil die Backplate aktiv zur Kühlung beitragen wird und auch noch die passenden Schrauben, schön auch in schwarz, so dass man sie dann auf der Backplate nicht mehr so sieht. Schauen wir uns mal den Block etwas genauer an. Der Block besteht im Grunde unten aus einer Kupfer-Nickel-Legierung, so dass man hier theoretisch auch Flüssigmetall verwenden könnte, ohne dass das Flüssigmetall durch das Kupfer leicht austrocknet. Obendrauf haben wir eine Acrylabdeckung, in der dann auch die entsprechenden Wasserkanäle eingefräst sind und als Abdeckung obendrauf dann noch eine schwarze gebogene Aluminiumplatte. Natürlich ist auch ein RGB-Streifen verbaut. Die RGB-Beleuchtung von dem Block ist wahnsinnig schön. Ich habe hier nochmal eine kleine Handyaufnahme gemacht, wo ich das einfach nur mal vor dem Zusammenbau getestet habe, ob die RGB-Beleuchtung auch funktioniert. Wer sich übrigens fragt, wieso an der Unterseite so ein einzelnes Kupfervereck ist, das liegt auf dem einen Speicherbaustein auf, der dann da unten ist. Und da man auf den ja sowieso kein Flüssigmetall auftragen würde, ist ja auch einfach normales Kupfer zum Einsatz gekommen. Das sieht man später im Rechner nicht, egal ob die Karte vertikal oder normal verbaut ist. Daher ist das kein Problem. Die Backplate ist wie gesagt ein Stück gefrästes Aluminium und das ist wirklich gefräst, das sieht man an den ganzen Spuren, ist also nicht einfach nur ausgestanzt. Und die Struktur ist sehr, sehr aufwendig, man sieht sehr viele Einkerbungen und Löcher, die gemacht wurden oder Vertiefungen besser gesagt, weil die Karte halt wirklich auf engstem Raum konzipiert ist und deswegen das PCB auf der Rückseite auch sehr, sehr viel, ich sag mal, Geräusch hat, was dann entsprechend Platz braucht in der Backplate. Was hier auf jeden Fall auch schön ist, ist, dass die Kanten nach innen hochgebogen sind. Das hat zum einen einen sehr positiven Einfluss auf die Stabilität und zum anderen verdeckt es eben dann auch noch den Spalt, der normalerweise dann entstehen würde, weil die Backplate ja einen gewissen Abstand haben muss zum PCB. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Als erstes musste natürlich der Original-Pelletkühler von der Grafikkarte demontiert werden. Bei der Demontage konnte ich dann auch rausfinden, dass die Backplate von Pellet auch Wärmeleitpads dazwischen hat.
Nach einigen Minuten hatte ich dann auch diesen Kühler demontiert. Es war, wie man das so kennt, ein bisschen fuddelig, weil auch der Kühler sehr an den Wärmeleitpads am PCB festgeklebt hat und man natürlich da Angst hat, die Karte kaputt zu reißen. Daher ist das immer so ein bisschen schweißtreibend, aber es hat alles funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, können wir uns endlich mal das PCB genauer angucken. In der Mitte der Platine sitzt natürlich wie immer die GPU. Das ist der GA102-300-A1. Um die GPU rum, auf der Vorderseite sitzen die ersten 12 GB des Videospeichers. Und unten seht ihr auch den einen Speicherbaustein, für den dann der viereckige Kupferblock am Kühler ist. Und hier kann man jetzt auch nochmal sehen, auf welchem engen Raum diese Karte tatsächlich konzipiert ist. Also gerade im hinteren Bereich ist es doch alles sehr, sehr eng gemacht. Die Stromversorgung der Grafikkarte insgesamt ist natürlich gewaltig. Wir haben hier 18 Phasen. Davon müssten 14 Stück für die GPU sein und 4 Stück für den Speicher. Und wahrscheinlich sind die 14 Stück gedoppelt, aber das kann ich jetzt nicht mit letzter Sicherheit sagen. Auffällig ist auf jeden Fall, dass auf der Vorderseite der Karte noch 2 Plätze für Phasen frei sind. Kann man sich ja schon fragen, wofür die eigentlich mal gedacht sind. Der GA102-300A1, der jetzt hier auf der 3090 ist, ist ja nicht der Vollausbau des Ampere-Chips, das heißt, möglicherweise kommt hier irgendwann mal eine Titan, die dann vielleicht im Vollausbau ist. Oder, was aus meiner Sicht ein bisschen naheliegender wäre, dass hier einfach die große Quattro dann das gleiche PCB bekommt und dort eben alle 20 Phasen verbaut werden, weil die ja den GA102 im Vollausbau hat. Spannungscontroller ist hier übrigens dreimal der NCP81611 verbaut. Wenn wir bei dem mal ins Datenblatt reingucken, dann sehen wir, dass das ein Vierphasen-Spannungscontroller ist. Dazu würde dann auch diese Aufteilung passen, dass eben 7 Phasen für die GPU sind. Das heißt, 2 Spannungscontroller übernehmen die GPU-Spannungsversorgung und die verbleibenden 4 Phasen sind dann eben für den Speicher und die werden dann nochmal von einem eigenen Spannungscontroller übernommen. Schandwiderstände in der Nähe der beiden 8-Pin-Stromanschlüsse sind natürlich auch reichlich an Bord. Die Energieeffizienz der Karte darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Daher werden hier gleich verschiedenste Aspekte der Karte gemessen mit den verschiedenen Schandwiderständen. Da kann ich nur das Video vom Bauer empfehlen. Der hat das da mal ein bisschen ausprobiert, welcher Schandwiderstand eigentlich was macht. Wenn man das rausfinden will, muss man an dieser Karte ein bisschen rumlöten. Das möchte ich jetzt hier nicht machen. Daher verweise ich jetzt hier einfach nur auf das Video vom Bauern. Auf der Rückseite der GPU sind dann noch die beiden anderen Spannungscontroller im hinteren Bereich und es sind die verbleibenden 12 GB des Videospeichers verbaut. Außerdem möchte ich hier nochmal kurz auf das Thema mit den Kondensatoren aus einem der letzten Videos zu sprechen kommen. Hier bei der Karte sieht man, dass hier 2 von den großen Kondensatoren gegen dann immer 10 kleine ausgetauscht wurden. Das wurde offenbar händisch gemacht, weil man eben sieht, dass die doch recht unordentlich angeordnet sind und daran erkennt man eben, dass das nicht von einer Pick-and-Place-Maschine reingelötet wurde, sondern händisch gemacht wurde. Danach habe ich dann den Wasserkühler auf die Karte draufgeschraubt. Hierbei nochmal die Empfehlung, haltet euch auf jeden Fall an die Anleitung, lest euch die Anleitung vorher durch. Gerade wenn man auch die Backplate montieren möchte, muss man dann gucken, welche Schrauben werden nur durch die Karte und dann direkt in den Kühler geschraubt und welche gehen noch durch die Backplate durch. Außerdem muss man hier natürlich die entsprechenden Wärmeleitpads vorher montieren. In dem Tütchen gibt es einmal das Universal Kit quasi für 3080 und 3090 und dann gibt es noch in einem getrennten Abschnitt einen extra Teil für die 3090, weil die ja nochmal mehr Speicherbausteine hat. Die Wärmeleitpads für den Speicher sind sehr dünn, das sind 0,5er Pads, ebenso wie die Pads für die MOSFETs. Die Spulen haben leider kein Wärmeleitpad, obwohl das ja eigentlich nicht schwierig gewesen wäre, dort oben auch noch ein Wärmeleitpad zu montieren. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber wäre schön gewesen, wenn die auch noch welche hätten. Und dann kommen noch auf die Backplate Wärmeleitpads, die die Rückseiten der Speicherbausteine sowie der GPU kühlen. Hier wäre es auch schön gewesen, wenn die Rückseite der Spannungswandler noch ein Wärmeleitpad bekommen hätten. Das ist leider nicht der Fall. Das tut der Sache jetzt nichts ab, aber es wäre auf jeden Fall schön gewesen, das zu sehen.
Ja, und da ist sie nun fertig zusammengebaut. Sie ist wirklich deutlich kleiner als die Karten der letzten Generation. Ich habe jetzt hier einfach mal daneben gelegt meine 89 Ti und man sieht deutlich, dass sie schon ein gutes Stück länger ist. Was aber noch wesentlich wichtiger und interessanter ist, ist eigentlich, dass die Positionen der Anschlüsse für das Wasser sich verändert haben. Die sitzen leicht weiter hinten, das könnt ihr hier vielleicht auf dem Bild sehen. Das bedeutet vor allen Dingen für mich, dass ich die Tubes, zumindest die obere Tube, von vorher nicht weiter benutzen kann, weil die eben dann ein Stück zu weit vorne sitzt. Daher müssen wir sowohl die obere als auch die untere neu machen. Also habe ich mich dann dran gemacht, die Tubes zu biegen. Die sind für mein Empfinden gar nicht so einfach gewesen, weil ich bin jetzt auch wirklich kein Profi darin, solche Hardtubes zu machen. Und bei der unteren ist das Problem, dass man eben einen kleinen Knick nach hinten reinmachen muss, direkt in der Nähe von einem 90-Grad-Winkel, sodass man halt sehr vorsichtig beim Erhitzen sein muss, sonst geht einem der 90-Grad-Winkel wieder auf. Und bei der oberen Tube ist noch schlimmer, weil man hier eben insgesamt 4 Winkel reinmachen muss. Das sind zwar 90-Grad-Winkel nur, beziehungsweise der nach hinten schräg weggehende ist ein 45-Grad-Winkel, aber man muss eben den 90-Grad- und 45-Grad-Winkel in einem machen und das ist dann vom Handling her beim Biegen nicht so ganz einfach. Deswegen habe ich da auch einige Versuche gebraucht. Für jemand, der sowas schon oft gemacht hat, wird das wahrscheinlich kein Problem sein, aber wie gesagt, ich bin da wirklich kein Profi drin. Hier seht ihr jetzt das fertige Ergebnis. Ich finde, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Vor allen Dingen die RGB-Beleuchtung des Kühlers ist wirklich sehr, sehr schön. Man könnte sich natürlich überlegen, ob man die Karte so vertikal verbaut, dann käme natürlich der Kühler noch ein bisschen besser zur Geltung. Aber ich wollte mir die Möglichkeit offen halten, die unteren PCI-Express-Slots zu benutzen. Daher habe ich die Karte normal verbaut. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefällt oder was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Und ansonsten schauen wir jetzt einfach mal in Windows rein und gucken, wie die Karte mit dem Wasserkühler jetzt sich in den Benchmark schlägt. Und dann wollen wir auch noch sie übertakten. Hier sind wir jetzt in Windows. Als erstes machen wir den normalen Timespy mit den Einstellungen, wie wir sie auch im letzten oder vorletzten Video mit dem normalen Luftkühler gemacht haben. Sprich, wir haben das Powerlimit auf Maximum gezogen, also 104%, die GPU um 50 MHz übertaktet und den Speicher um 200. Hier ist jetzt auch schon das Ergebnis. Wir haben 19.952 Grafikpunkte. Das sind nochmal 2,5% ungefähr mehr als vorher mit dem Luftkühler. Das heißt, allein der Umbau auf den Wasserkühler hat uns jetzt hier schon mal gute 500 Punkte mehr im Grafiktest geliefert. Hier seht ihr jetzt GPU-Z mit dem Timespy Extreme im Fenstermodus und wir sehen, dass je nach Auslastung der GPU der Takt so zwischen 1830 und 2000 MHz hin und her schwankt. GPU-Temperatur ist sehr, sehr entspannt bei aktuell 41 bis 42 Grad. Viel höher wird das auch nicht, das pendelt sich dann bei dauerhafter Auslastung so zwischen 45 und 47 Grad ein. Das ist völlig in Ordnung. Hier kann man auf jeden Fall sagen, dass der große 420er Radiator vorne in der Front des Gehäuses ausreicht. Die Spannung schwankt auf jeden Fall auch sehr stark hin und her, um 1 Volt immer, je nach Auslastung und Power Limit. Als sinnvolles Limit habe ich bei meiner Karte das hier jetzt rausgefunden, also plus 100 MHz auf der GPU und plus 400 MHz beim Speicher. Das Problem ist nicht, dass das jetzt die absoluten Limits der beiden Komponenten sind, sondern es ist einfach das Power Limit. Die Karte ist bei maximaler Auslastung, wie jetzt hier im Timespy Loop, dauerhaft am Power Limit von 104%. Und wenn ich zum Beispiel den Speichertakt weiter erhöhe, dann reduziere ich dadurch gleichzeitig wieder den GPU-Takt, weil dann der Speicher einfach mehr Strom braucht. Das heißt, hier geht einfach sinnvoll nicht viel mehr, da man das Power Limit auch leider nicht weiter aufziehen kann. Also 110% wären schon schön gewesen, weil es von den Anschlüssen her und von den Komponenten her eigentlich kein Problem wäre. Aber ist nicht. Daher belasse ich das jetzt erstmal bei den 100 bzw. 400 MHz und mache jetzt nochmal einen Timespy und schaue, was das noch an zusätzlicher Leistung gebracht hat. Hier haben wir jetzt auch das Ergebnis. Wir haben jetzt 20.215 Grafikpunkte. Das sind nochmal gute 250 Punkte mehr. Aber man sieht auch gleichzeitig, dass wir, obwohl wir jetzt den doppelten Takt im Prinzip eingestellt haben in MSI Afterburner, sowohl auf GPU als auch auf dem RAM, dass wir aufgrund des Power Limits jetzt hier auch nicht mehr dann die gleiche Leistungssteigerung wie vorher erreichen können.
Das ist natürlich ein bisschen schade, weil im Prinzip potenzielle Leistung verloren geht aufgrund von sowas in meinen Augen unnötigen wie einem Powerlimit. Aber ich kann es nicht ändern und bei einer 30er-Serie kann man auch leider keine BIOS-Modifikationen oder sowas mehr machen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um hier ans Powerlimit dran zu gehen, wäre ein Umlöten der Karte und das kann ich keinem empfehlen. Daher müssen wir jetzt einfach damit leben. Und damit bin ich auch am Ende von diesem Video und im Prinzip auch am Ende von diesem Projekt. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Sachen, über die ich noch ein Video machen soll, wenn ich noch irgendwas testen soll oder so. Wie gesagt, ich habe eigentlich keine Lust, jetzt hier 20 Spiele in einem Video zu testen. Dazu gibt's einfach genug Inhalte schon im Internet. Aber wenn jemand noch irgendwie Dinge hat, die er gerne sehen möchte, die ich noch testen soll mit der Karte, können wir das gerne noch machen. Ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und würde sagen, bis zum nächsten Mal.